So, Tachchen, herzlich willkommen bei Radlets Technikgerödel. Leider habe ich halt nicht so viel Zeit, oder im Allgemeinen habe ich nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir uns ein bisschen schicken. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben so Kleinigkeiten, die ich jetzt dazwischen schiebe. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal hier so einen kleinen Regulator. Genau, habe ich schon vorbereitet, so ein paar Pegel-Emitter. Und zwar regeln wir jetzt, ich hoffe, ich habe es nicht schon gemacht. Moment. Die Scrappies. Und jetzt werden wir das so machen, dass wir die Scrappies bis 1000 Stück unten in unseren Atomreaktor verbrennen dürfen. Moment, reicht eins? Könnte langen, ja. Und ab 1000 oder 1000 halten wir immer vorrätig im System. So machen wir das. Ach, jetzt habe ich was Wichtiges vergessen. Na, egal. Eins nach dem anderen. So. Naja, also bis 1000 können wir durchhauen und 1000 halten uns vorrätig für was auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht für was, aber das machen wir einfach. Warum auch nicht? Die müssen ja nicht leer laufen. Und dazu brauchen wir hier lediglich ein ME-Kabel und hier einen Pegel-Emitter. Und den drehe ich mir jetzt noch schön zurecht, mit was auch immer. So, ganz genau. Und jetzt sagen wir hier, du darfst machen, wenn kein Signal da ist. Und hier brauchen wir jetzt so ein Scrappy. Oh, scheiße. So. Da tut jetzt nichts rein, weil ein Signal da ist. Da kommt jetzt so ein Teil rein. Und jetzt sagen wir hier 1000. Und hier sagen wir, wenn der Pegel niedriger ist, oder? Sollst du leuchten. Und dann müsste der jetzt, genau, füllt er wieder auf hier, sehr schön. Ist er unter 1000, leuchtet das Ding und dann wird hier nichts mehr reingefüllt. Richtig, das war's schon. Kleinigkeit, kleine Maßnahme, große Wirkung. Moment, das können wir jetzt wieder zurücktun. Sehr schön. Toll, eine Geschichte kann ich von meiner Liste streichen. Ich habe auch meine Carbonplatten hier überarbeitet. Die schauen jetzt ein bisschen anders aus. Stechen mehr ins Auge, ne, als diese andere, die ist so ein bisschen untergegangen. Ja, hin und wieder mache ich dann so Kleinigkeiten, da denke ich mir dann, ach, mach das doch mal und dann mache ich das. Jetzt wollte ich nämlich hier was gucken, da werden wir jetzt was umbauen. Dazu muss ich das rausrubben. Tut mir ja leid, aber es ist so. Ach so, ja, okay. Das könnte gehen. Mal schauen, ja, weil das Kabel, glaube ich, brauche ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Geht, sehr schön. Weil die Sache ist ja die, dass diese State Cell speichert ja auch die letzte Information. Obwohl diese Wahrscheinlichkeit hier gering ist, dass das Programm genau stehen bleibt, wenn hier ein High-Signal ist, ist es dennoch gegeben. Aber das kann man sehr einfach umgehen, indem man einen Impulsformer anschließt. Impulsformer tut, egal wie lang ein Impuls ist, statisch oder so weiter, den Impuls immer auf eine festgelegte Länge setzen. Also in dem Fall ist es so eine Art Impulsverkürzer. Und ich dachte, ich hätte sowas schon mal irgendwie vorbereitet. State Cell, Multiplexer, Transparentledge, Pulsformer. Dich brauche ich. Ist hier noch einer? Nee, Transparentledge. Brauchen wir in dem Fall nicht. Dann machen wir das noch schnell. Dann sind wir wieder bei dem echten retriggerbaren Monoflop, was ich immer statisch gebaut habe, schon seit Ewigkeiten. So, Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja. So, und dann müssen wir das so machen. Hoffentlich geht das hier unten mit dem roten Kabel gut. Das ist nämlich ein bisschen unglücklich. So, jetzt werden wir gleich einen Alarm haben. Es tut mir leid. So. Nee. So hier. Das müsste klappen. Also wenn es bei euch jetzt irgendwie Alarm gibt, tut mir sehr, sehr leid. Ich habe bei mir die Boxen aus. Aber das funktioniert. So ist es fast noch einen kleinen Tick günstiger. Ja, besser. Aber das fällt auf alle Fälle ab hier, das Ding. So, sehr schön. Gut, und bei der Gelegenheit kann ich das dann auch hier gleich weiß machen. Wenn ich das schon mal aufgeruppt habe. Ne, wenn wir hier reingucken, dann können wir das noch weiß machen, so ein bisschen.
Okay, da brauchen wir unseren Rucksack mit dem ganzen Utensilien. Sehen, dass wir da jetzt rankommen. Den habe ich abgegeben, den Bursche, ne? Der ist, glaube ich, hier drin. Ja. So. Dann. Das muss weg. Auch. Und die Kabel kann ich gleich mal abgeben. Ich habe nämlich zwischenzeitlich einiges bei mir hier noch gemacht. Auf einer Welt. Oder ich habe diese Welt hier auf den Server kopiert. Und habe es ein bisschen tuckern lassen. Und habe Bäume versetzt. Und noch ein paar Bienen weiter tuckern lassen. So ein Kram halt. Und da fange ich dann auch demnächst wieder an. Also werde diese andere Welt dann benutzen. Werde die wieder kleinzeitig hier laufen lassen fürs LP. Damit ich das alles nicht nochmal machen muss. Da ist gerade die Benzinfarm angelaufen. So. Dann werden wir jetzt den Kram hier auffüllen. Also wieder schön dicht machen. So. Na Mensch, da kann ich das ja auch machen. Hey, das klappt ja wie am Schnürchen. Und dann hier. Ja, so war das eigentlich nicht gedacht, was du da gemacht hast. So, au, das war zu viel. So, super. Mensch, Junge, du denkst da direkt mit. Du aller Bauer. Aber was ist jetzt das mit der Scheibe? Die ist ja nur halb. Weil das noch kein solider Block ist. Na gut, dann lassen wir das einfach mal so. Auf alle Fälle tut er jetzt Retriggern ganz sauber, ja. Und schaltet 100%ig ab. Hier haben wir noch eine Sekunde drauf, ist egal. Können wir auch den. Ja, das ist okay so. Passt schon. Sehr schön, cool. Dann bin ich ja schon fertig. Dann könnte ich das mit Sand jetzt ein bisschen beschleunigen. Halt. Erstmal das Zeug wieder abgeben. So, dann brauchen wir ein bisschen. Was ist denn das da oben? Bohnenmehl, ne? War das? Dann brauche ich etwas Sand. Hier Sand. Sag mal, kann das innen jetzt trocknen? Da kommt doch kein Mensch mehr hin. So, so. Muss ich nochmal Sand holen? Sand hier. Zwei Stück. Zack. Jetzt hat sich's verbunden. Naja, gut, jetzt kann ich hinten das nicht färben. Na, ist ja scheißegal. Ist doch völlig Wumpe. So. Ganz genau. Und dann ist das 100%ig. Auch wieder kleine Geschichte mit großer Wirkung. Na. Naja, so groß ist die Wirkung auch nicht, weil das Problem ja noch gar nicht aufgetreten ist, ne? Aber so fühle ich mich einfach sicherer. So, dann haben wir das auch. Und jetzt sehen wir mal zu. Das klappt alles, ne? Du machst dein Ding hier, oder? Ja, alles ist schön, sehr schön. Wann wechselst du wieder? 1 Stunde 19 läuft da noch. Und der oben ist der Nächste, der seine Uranzellen tauscht. Getauscht bekommt. Dann werden wir jetzt noch einen Alveri vorbereiten. Da kommt nämlich dann die Kaffeebiene rein. Und dann müssen wir ein bisschen Erde aufschütten. Das werden wir jetzt nicht ganz schaffen. Weil ich ja wenig Zeit habe. Ich muss mich noch um wichtige Dinge kümmern. Muss noch einen Server für einen Kollegen einrichten. Kein Game Server. Nein, nein. Kein Mickey Mouse Bullshit. Sondern das ist ein richtiger Root Server im Netz. Da auch noch einige Sachen nicht so hin. Die ich da wieder anpassen muss. So. Das kommt weg. Und was wollte ich jetzt? Ach so, Alveri. Ja. Wir haben doch eine ganze Menge von diesen Panels schon hier. Acht. Und wir brauchen die gelben Maschinen, ne? Wo sind die Dinger? Hier. Da haben wir ja auch schon einen ganzen Sack voll. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir so Blöcke noch irgendwie vorrätig haben. Kann ich gar nicht sagen. Oh, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ich habe mich verklickt. So, 64. Soll für den Anfang genügen. Und dann werde ich das gleich so machen, dass ich mir hier 27 rein tue. Und weg sind sie, die Burschen. Ach so, und da brauchen wir eine Kiste dazu. Das alte Spiel.
eine Insert Pipe. Was ist das hier? Stone, Wadeberuf, Cobblestone. Ach, da müssen wir noch ein paar Pipes machen. ST, Stone. Na. Da. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Glas. So, 32 Pipes soll in dem Fall auch genügen. Da haben wir noch ein bisschen Cobblestone, der muss weg. Sehr schön. Dann brauchen wir hier hinten wieder ein Gate. Automatic. Und eine Kiste. Achso, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo noch so eine Aufladegeschichte... Vielleicht ist noch irgendwo eine in der Kiste drin, ich weiß jetzt nicht. Und eine Wooden Pipe. Wooden. So, das Wichtigste haben wir schon mal. Rest machen wir später, ist nicht so wichtig. Und hier brauchen wir Erde. Müssen wir mit 64 wunderschön hinkommen. Nehme ich gleich die. Oh, Scheiße, was ist denn hier los? Meine Güte. Oh. Das Ganze wird nämlich hier platziert. Warum? Weil wir hier noch ein paar Bäumchen anpflanzen müssen. Also werde ich das jetzt hier mal so ein bisschen aufschütten, den ganzen Schotter. Muss mal weg. Halt. Das ist schlampig gemacht, Freund Blase. So. Halt. Verschwendung, Verschwendung. So. Na, da komme ich jetzt nicht weit. So, mal schauen. Erstmal ganz, so ganz grob, ja. Na, du blöder Bauer. Mach das doch mal gescheit. Jetzt haben wir nur noch 16. Dann reicht meine Erde nicht. So. Ich will das so weit wie möglich... So weit wie möglich hier vorrücken. So, jetzt ist schon Ende Gelände. Hier ist die... Nee, das reicht nicht. Ich brauche noch ein bisschen Erde. Dirt! So, dirt ist hier. Und die Seerose. Lilypad, du kommst hier hin. Dann können wir irgendwann übers Wasser gehen. So. Sehr schön. Jetzt habe ich ja noch eine Reihe gemacht. Naja, ist egal. Brauchen wir eh. Dann können wir das ja auch machen. Na. So, etwa. So in etwa. Na, mal sehen. Reicht das jetzt? Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, weil ich, wie gesagt, das nebenbei auf dem Server, auf der Server-Map gemacht habe. Also sehr identisch mit der hier. Da habe ich das einfach so vor mich hingebastelt. Naja, machen wir diese eine Reihe hier noch fertig. Aber wir verbinden das dann irgendwann hier mit diesem Überbleibsel von den Minern. So, jetzt ist die Erde schon wieder weg. Na, das passt schon erstmal so. Mal schauen. Alveri-Blöcke, dann kommst du in etwa so hin. Das ist super. Das ist sehr schön so. Da können wir gleich hier unten das so ein bisschen ausbuddeln. Halt, so. Da kommen nämlich schon mal die Pipes dran. Mal schauen, ob das hier... Ja, passt. Also hier die Wooden Pipe, dann kommt diese Pipe, dann kommt hier ein Löchli. Und da kommt... Eine stinknormale Pipe rein, eine schwitzige Kiste oben drauf, wo das Gerödel landet. Und jetzt müssen wir hier hinten das Gate drauf machen. Da können wir noch nichts einstellen, da müssen wir nochmal hin. So. Dann bauen wir das hier zu Ende. Ach so, ich habe die Abdeckungen vergessen, ne? Die habe ich ganz vergessen. So, dann kann die Kaffeebiene hier wursteln und hier kann ich noch Bäume anpflanzen. Nämlich in dem Fall...
Muss ich mal genau schauen, was ich da geplant hatte. Ich glaube nochmal Kapok. Habe ich nämlich gesehen, dass man da ein paar mehr Bäume braucht, dann sind wir nächste Woche noch dran. So. Sehr schön. Und jetzt brauche ich hier diese Abdeckungen. Ah, da werde ich jetzt alle wegmachen. 5. So. Sehr schön. 30 brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen nur 9. Gut so. Abholen tun wir das Zeug jetzt noch nicht. Das mache ich irgendwann andermal. Da passt erstmal ein bisschen was in die Kiste rein. So. Sehr schön. Toll. Haha, ta 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 ta. So, Bienen holen. Kaffeebiene. Hier ist sie. Jäh, unterbrochen. Die kommt jetzt gleich woanders hin. Und du kommst anstelle der Kaffeebiene da rein. Da kannst du nämlich hier noch ein bisschen gurken. Dann klappt das mit den Bäumen ganz gut, weil die ist nicht wichtig, ne? Die Rual hier. Die ist nicht so wichtig. So, Kaffeebiene. Da werden wir gleich mal ein paar Drohnen hier einselektieren. Hier Kaffee, die Hälfte hier rein. So, zack. Das war's schon. Kaffeebiene hier rein. Hast du Blümchen, du kleine Arschgeige? Hier ist ein Blümchen. So. Und jetzt sagen wir Items in Inventory. Bogenpen. Zack. Das müsste schon gewesen sein. Dann wird der Kram jetzt hier abgegeben. Dann bauen wir uns hier ein Fackelchen her. Und hier hinten noch eine, weil hier ist reichlich dunkel. So. Toll. Ja, und hier kommen dann die nächsten Bäumchen her. Da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Da werde ich das nämlich schon vorbereitet haben. Aber dann sieht es genauso aus wie hier. Das da. So, sehr schön. Und dann stoße ich. Ach so, die habe ich jetzt rausgenommen. Gut, dann habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Die müssen. Ach, hier wären da noch welche gewesen, ne? Gott gesehen. Naja, egal. Gut. Gut. Wird alles noch erklärt. Dann habe ich mein Werk schon erledigt für heute. Tut mir leid, dass es nicht so lang ist. Aber ich habe leider keine Zeit. Ich habe noch viel zu tun. Nächste Folge machen wir dann weiter mit was auch immer. Weiß nicht. Bis dahin wünsche ich euch eine geschmeidige Zeit. Tschüss.